hab ich dich wieder. Du schadest niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. Das war gar nichts. Du wirst sterben wie die Ratte, die du bist. Nicht mit mir. Bleibst du mich jetzt an? Komm schon. Sein Lichtschwert. Alter, also wie sie das überlebt, ohne ein weiteres Bein zu verlieren, ist schon, das ist krass. Das ist krass. Das ist auf jeden Fall krass. Ja, gut. Für einen Jedi? Ist doch das Gleiche. Diesmal wird sich kein Zug retten. Sieht so hilflos aus, was Kelma. Wir sind noch nicht fertig. Oh, zu spät ausgewichen. Hilfe, bitte. Bist du frustriert? Es ist halt echt, wenn du, warte mal. Steht einfach so ein Strahler rum. Ich drücke immer zu spät, weil ich halt versuche anzugreifen. Und dann drücke ich halt immer, wenn ich ausweiche, erst die Fototaste. Das hat mir auch so, würde Kelle überhaupt nicht drauf reagieren, was sie eigentlich macht. Der könnte gut, der ist gut. Der ist richtig gut. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, Kamerahöhe. Der ist Bombe. Alter.
Wasser. Jämmerlich. Jämmerlich? Oh, den können wir nicht ausweichen. Shit. Noch ein Hit halten wir nicht aus. Der war gut. Das war das Ende eines Inquisitors. Wir dachten, du wärst tot. Nee, die Insassen des Schiffs sind tot. Dir geht's gut. Wir müssen zurück. Sie und Grease erwarten uns. Neunte Schwester besiegt. Leben. Leben. Der Fall der neunten Schwester. Auf dem Weg zum Ursprungsraum trafen Kell und BD auf einem Shivo-Vogel. Nachdem er mit einem Jedi-Salto einen tödlichen Sturz verhindert hatte, ritten Kell und BD auf dem Shivo nach oben. Dort erfuhren sie, dass Cordova hier vor Jahren ein Zepho-Astrium entdeckt hatte und dass sich in einem Zepho-Grab auf Datomir ein weiteres befinden könnte. Als sie aufbrechen wollten, wurden sie von der neunten Schwester attackiert. Ein heftiger Kampf entbrannte, den Kell für sich entschied, indem er die neunte Schwester vom Baum in die Tiefe stürzte. Der dankbare Shivo-Vogel brachte Kell und BD daraufhin nach unten. Nun hoffen sie darauf, auf Datomir ein Astrium zu finden. Und so kämen wir zurück nach Datomir. So, zuerst haben wir aber zwei Punkte frei. Wir beginnen aber erstmal, indem wir unsere maximale Macht erhöhen. Bevor wir uns auf Spezialisierungen hier weiter festlegen, auch wenn Spezialisierungen toll wären. Den Koffer das letzte Mal schon entdeckt, ich glaube nämlich nicht. Was mir tatsächlich fehlt, ist die Schnellreise. Ich wusste, dass du da reinspringst. Okay, BD,
Was ist es? Codium. Da war wirklich was drin. Punchmaterial, Wächter. So. Darum geht's. Ei. Machst einen Doppelsalto und kommst trotzdem nicht höher. No, das ging aber gut. Wie komme ich jetzt von hier wieder zurück? Über die Seilbahn. Jetzt noch. BD? Hallo. Ich sehe da unten einen Feind. Nein. Ich höre dich. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Steh endlich still. Er wehrt zu gut ab. Oh, jetzt kommt die blöde Spinne. Die Waffe bleibt hier, du gehst. Danke. Du da, tritt langsam näher.